einen Anspruch drauf stellen können. Danke. Also ich habe gerade weitergehen und ich werde ein paar einleitende Worte sagen. Dann werden drei junge Leute von den beiden Fragen stellen, und zwar zu den Bereichen Bildung. Und dann können Sie dann zu diesen Bereichen dann Fragen beantworten und das Publikum kann natürlich zusätzlich Fragen stellen, Meinungen äußern, nachhaken. Sie können da eure Wünsche auch nutzen. Warum kümmern sich die Falken in diesem Jahr gerade jetzt so stark um das Thema Armut? Wir Falken aus Merkstadt haben ein Projekt, das heißt Aktiv für Altonaer Stadtteil. Da geht es hauptsächlich darum, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund den Benachteiligten für diese Leute aufzuheben, ihnen eine Stimme zu geben und einen Platz in der Gesellschaft zu verschaffen. Das, was man Integration nennt. Das Problem ist, haben wir bald aber festgestellt, in unserer Gesellschaft gar nicht nur ein Problem von Menschen mit Migrationshintergrund. Die wahre Grenze sozusagen der Gesellschaft ist die zwischen Arm und Reich. Das haben uns die Kinder und Jugendlichen selber gesagt. Die haben selber gesagt, das Hauptproblem für uns ist, in unserer Gesellschaft braucht man eigentlich immer viel mehr Geld. Also im Laufe der Zeit immer mehr Geld zum Überleben. Geld spielt immer eine viel wichtigere Rolle. Die Frage, ob man arm ist, hat für die hat für das, wer arm ist, ist an immer mehr Stellen benachteiligt. Und die Kinder und Jugendlichen sagen das in unseren Maßnahmen auch sehr freimütig, dass sie selber betroffen sind und erzählen uns auch, was das für sie alles bedeutet. Deswegen haben wir gesagt, also dieses Thema ist eigentlich das, was die Jugendlichen bewegt. Wir haben auch gesehen, bei uns, bei den Falken, machen wir viele Angebote, die kostengünstig sind, wo alle mitmachen können. Unsere Hausaufgaben hier mit der Möglichkeit, in Bildung teilzunehmen, auch wenn man kein Geld hat. Unsere Freizeiten sind Möglichkeiten, eben Freizeitgestaltung zu erleben, auch wenn man kein Geld hat. Aber wir wollen nicht nur eine Insel schaffen für Kinder und Jugendliche, wo alles schön und gut ist, sondern wir wollen auch, dass in der Gesellschaft Gerechtigkeit herrscht. Das ist generell einfach nicht mehr diese Benachteiligung von armen Menschen. Und deshalb wenden wir uns auch an die Politik und wenden uns auch mit dieser Diskussion hier neben vielen anderen Dingen, die wir machen, wie ein Bilderwettbewerb, ein Filmwettbewerb zum Thema. Deswegen haben wir also heute auch diese heute also diese Diskussion. Und die drei Jugendlichen haben eben hier Themen und Diskussionen aus vielen Aktivitäten der Falken zusammengetragen. Und sie sind hier das Sprachrohr für viele Kinder und Jugendlichen. Wir haben gedacht, eben wir machen drei Themenschwerpunkte. Das eine ist Familie, das andere ist Kinder- und Jugendpolitik, das dritte ist Bildung. Wir beginnen mit Familie. Ilhem, fängt an. Ja? Guten Tag, mein Name ist Ilhem Eymann, ich bin 18 Jahre alt und besuche das Selbstseminar in Eschweiler. Also, wie schon gesagt, ich beschäftige mich mit der Familienpolitik. Und was wir festgestellt haben, ist, dass Familien allgemein zu viel Geld verdienen oder zu wenig Geld zur Verfügung haben. Und deswegen möchten wir auch, dass sie finanziell besser unterstützt werden, um vor allem die Grundbedürfnisse der Kinder zu decken. Dazu gehört vor allem die Kleidung, der Kleidung. Sehr wichtig ist für die Kinder und die Kinder auch sehr schnell wachsen und immer wieder Möglichkeiten. Und vielen Eltern steht das Geld halt einfach nicht zur Verfügung, immer wieder Kindern neue Sachen kaufen zu können. Oder ihnen überhaupt diesen Luxus, der mittlerweile wirklich zum Luxus geworden ist, den Kindern überhaupt nahezubringen. Sie müssen immer wieder irgendwie Kleidung der Geschwister oder sowas übernehmen, da sind sie nicht das Problem. Kleidung zu kaufen, immer wieder haben. Und was noch ein großes Problem ist, dass Eltern den Kindern keine Freizeitmöglichkeiten bieten können. Zum Beispiel, dass die Kinder ein Hobby nachgehen können oder dass sie sportlich aktiv werden, also irgendwelche Fußballbetreiber oder so, da sie auch Geld kostet.
das erinnert auch, dass mich jemand hier könnte. Wenn ich mich hier könnte, würde ich die Kinder auch viel hätten wir auch eine sportlich bessere Verfassung und eine bessere Gesundheit auch. Außerdem fordern wir auch grundsätzlich, dass Kindergärten kostenlos angeboten werden. Da wir auch festgestellt haben, dass bei den Kindern, die Kindergärten nicht besucht haben, große Erfahrungslücken bestehen oder dass sie große Erfahrungslücken aufweisen, vor allem was die Sprache betrifft und auch, dass sie soziale Kontakte überhaupt gar nicht geknüpft haben in der Kindheit und das auch nicht gelernt haben und vor allem Scheu aufweisen von neuen Leuten und gar nicht zurechtkommen mit neuen Leuten. Und auch Bücher, manche Kinder haben noch die Bücher in ihrem Leben gesehen und wenn sie den Kindergarten besuchen würden oder die Möglichkeit kommen könnten, dann würden sie auch wissen, wie es ist, in einem Buch zu gucken und diese Buchstaben zu sehen in einem jungen Alter. Das ist schon sehr viel wert. Ja, und zuletzt fordern wir halt auch, dass die Mobilität verbessert wird und gestärkt wird, denn die Busfahrkarten, wenn man sich das mal anguckt, oder die Zugtickets, die sind so verteuert geworden, wie ich schon allein sehe, dass die Fahrt von Alzey bis nach Aachen 3 Euro kostet für einen Erwachsenen. Ach, da überlegt eine Familie wirklich dreimal, ob sie in Aachen einen Zug suchen macht, wenn sie schon diese Fahrkarten kaufen müsste. Und wenn man die Kosten vergünstigen würde, dann würde auch die Umwelt, würde der Umwelt auch zugutekommen. Und außerdem fördert es auch die Selbstständigkeit der Kinder, da sie ja dadurch auch Bus fahren könnten und in Städte kommen, die sie noch gar nicht gekannt hatten und die dann auch kennenlernen und die Kultur dann auch kennenlernen würden. Ja, jetzt möchte ich Sie halt fragen, was Sie für diese Forderungen sagen und ob das wirklich was Realistisches ist und ob man fortsetzen kann. Ja, also ja, ich denke, wir fangen nicht mal wieder so an, nicht mal. Ja, ist das in Ordnung oder? Ja. Fangen wir bei dem Zuschuss für Kleinkosten an. Also vorweg würde ich sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Das eine Problem ist, oder die eine Lösung ist, dass man dafür sorgt, dass Familien insgesamt Arbeit haben und wenn sie Arbeit haben, auch guten Lohn dafür bekommen. Ich glaube, das ist der gute Fall und der Normalfall. Hartz IV oder andere Alimentierungen halte ich für eine Lösung, wenn man in Not gerät, in die Not keine Arbeit zu haben. Aber unsere allerwichtigste Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass jeder Mensch eine gute Arbeit hat. Ich will jetzt, weil da ganz viele Fragen waren, nur auf Stichpunktweise darauf eingehen, sonst haben meine Mitstreiter ja keine Gelegenheit mehr, was zu sagen. Das würde ich mir, glaube ich, übel nehmen. Insofern sage ich stichwortartig, damit man gute Arbeit haben kann, braucht man eine gute Aufklärung. Und da haben wir natürlich alles dafür zu sorgen, dass jeder Mensch in die Lage versetzt wird, eine gute Ausbildung zu bekommen. Das fängt an beim Kindergarten, der natürlich kostenfrei sein muss, damit man da eben niemand von diesem Angebot ausschließt. Das geht über eine vernünftige Schulbildung weiter und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir auch für genügend Ausbildungsplätze sorgen. Meine Partei sagt da, es gibt gerade in Nordrhein-Westfalen immer noch zu wenig Ausbildungsplätze für junge Leute. Deshalb wollen wir Betrieben, die zusätzliche Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen, Zuschüsse gewähren. Natürlich braucht man auch Maßnahmen für junge Menschen, die die Schule nicht sofort schaffen. Ich sage da immer, wer die erste Chance nicht hat nutzen können, dem soll man eine zweite geben. Und wer die zweite auch nicht hat umwandeln können, der soll auch eine dritte bekommen. Ich sehe das gerade wirklich da, wo ich arbeite, da sind viele Jugendliche, die eben Probleme in der Schule haben, nicht weil wie viel gesagt wird, die faul sind oder nicht interessiert sind, sondern weil die häufig wirklich am Unterricht nicht teilnehmen können, weil sie ganz andere Probleme haben und den Kopf gar nicht frei für haben.